So, ich finde die linke Seite viel besser als die rechte Seite. Ich habe es ein bisschen ausgebessert. Jetzt muss ich nochmal das versuchen alles. Okay, ich glaube, ich kann damit leben. So, dann nehme ich diesen Ultimate iBase von Revolution in der Farbe Light. Ich trage es dann direkt auf mein ganzes Lid auf und dort, wo eigentlich auch meine Augenbrauen sind. Danach benutze ich den Concealer von Essence, den Super Last Eyeliner in Waterproof. Dann mache ich einen linken Eyeliner. Ja, dann fange ich mit dem mit. Ne, dann fange ich mit den Lidschatten an. Ich nehme diese Palette und nehme die Farbe hier. Und die mische ich dann mit dieser Palette von Beauty Bay, diese ganz bunte, mit Paradise. Dann nehme ich diese Palette und blende das mit einem Lila aus. Ich nehme dieses Lila und dieses Lila. Dann nehme ich einen fluffigen Pinsel und blende das so ein bisschen einfach ohne Farbe aus. Dann nehme ich von der ganz bunten Palette. Ich würde dann einfach Poppy and Poppy nehmen, dieses Rot, und trage es dann hier darüber auf. Und danach ganz zum Schluss Just Peachy.
Dann würde ich eine Cut Crease ziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann nehme ich diesen NYX Glitter Primer und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Farbe hier auftrage oder beide. Und dann von der Morphe 39S Palette, ja, die Farbe, dieses schöne Glitter. Mal gucken. Dann nehme ich dieses Blau noch in dieser Palette, damit die Übergänge schön sind. Dann vielleicht noch dieses Glitter. Nehme ich nochmal diese bunte Palette und nehme dieses Orange. Und dann nehme ich von dieser Palette das Weiß und trage es hier auf. Dann möchte ich hier, also entlang meiner Augenbraue, so eine Art, ja, Muster zeichnen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ja, dann nehme ich lieber was Blaues, einen blauen Eyeliner.
Dann mache ich dieses Blatt hier noch an den Enden. So, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Dann entferne ich meine Vorderhaut. Dann würde ich, glaube ich, meine Wimpern tuschen. Und dann kommt die Wimpern drauf. So, dann klebe ich meine Wimpern auf. Ich glaube, heute mache ich die Base ein bisschen anders. Ich benutze nur einen Concealer und konturiere ganz normal. Mal gucken, wie das aussieht. Dann nehme ich dieses Contouring Powder, Darker Skin. Thank you.
nämlich die Farbe Bleu. Und dann Just Peachy und trage sie auf. Dann nehme ich dieses Pink, also den Blush, trage es hier großzügig dann auf. So, dann würde ich meine Nase konturieren. Dann nehme ich dieses Essence Contouring Duo Palette. Dann nehme ich den Concealer und hält es auf. Dann nehme ich ein Weiß von dieser Palette hier, von dieser. Dann nochmal dieses Contouring. So, dann nehme ich den Lidschatten als Highlighter. Das ist von Diesel Cosmetics. Hoffentlich geht's. Ja, danach nehme ich über diesen Highlighter. Danach nehme ich den Liner von Kiko in der Farbe 316 und male meine Lippen oder meine Lippenkontur nach. Ja, danach nehme ich diesen Lippenstift, keine Ahnung wie der heißt, der ist von Essence, Matt 03. Danach nehme ich doch von Kiko die Farbe 320. Thank you.
Dann nehme ich diesen Lip Liner in der 316 in der Farbe und male meine Augenbrauen wieder nach. Danach nehme ich Concealer und hell das ein bisschen auf. Oder was ich hier noch so übrig habe, ne, von dem. Dann nehme ich einfach einen schwarzen Kajal. Oder vielleicht einen braunen Kajal, besser. Dann nehme ich beide. Dann nehme ich einen weißen Kajal. Ich höre es ein bisschen auf. Dann nehme ich meinen Infallible Matte Powder oder Puder. Ich gehe ein bisschen so drüber, über meine Augenbrauen. Dann nehme ich noch den weißen Kajal und highlighte diesen Bereich. So, da bin ich dann einigermaßen fertig. Damit nehme ich noch den blauen Kajal. Das ist, denke ich, der letzte Schritt.